Francis, alias Franzelbrunn aus Aschaffenburg, 1942 im Wintergarten. Er ging vor 40 Jahren in die USA und arbeitete mit Judy Garland, Sammy Davis und Frank Sinatra. Jetzt kommt er zurück ins deutsche Varieté, rechtzeitig zu dessen Renaissance. Mein Vater hat ein Restaurant gehabt in Aschaffenburg und soweit Montego geht, ich wusste von seiner Existenz überhaupt nicht. So, mein Vater muss eine Freundin gehabt haben, zu einer bestimmten Zeit, wo die Kinder davon nichts wussten. Soweit wie ich weiß, war ich der erste Jongleur. Ich ging nach Berlin in eine Artistenschule. Die hat geheißen E-Rote E-Tor und wurde da ausgebildet ein paar Jahre. Sah in Berlin eine Show Menschen-Tiere-Sensation und war begeistert von dieser Show. Und ich habe zu meinem Vater gesagt, ich möchte gerne Artist werden. Mein Vater war auch dreimal deutscher Meister im Wasserspringen und hat mich als Jungen und auch meine Schwester Lotte trainiert und ins Schwimmbad genommen. Und das war der Anfang, mit sportlich. Und dann mein Vater einmal, hat mir erzählt, er war in französischer Gefangenschaft während dem 14-18 Krieg, hat er einen Zirkus gesehen. Ein Jongleur hat sich warm gemacht. Und aus Langeweile hat drei Steine genommen und hat das gelernt. Er hat diesen Zirkus vielleicht zwei Wochen gesehen. In zwei Wochen hat er gelernt, drei Steine zu jonglieren. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie er mir in Aschaffenburg mit drei Kartoffeln gezeigt hat, wie jongliert wird. Und das war der erste Versuch, den ich damals machte als Jongleur. Und dann, ich war, hab weiter probiert und hat Verbindungen aufgenommen. Mein Vater wollte ja nicht, dass ich Artist werde, denn am Anfang hat er gedacht, dass wir haben ja keine Ahnung. So, ich bekam damals ein Buch zu sehen von Enrico Rastelli. Ich habe das gelesen. Das war interessant. Erst in viel späteren Jahren, wenn ich zurückdenke an das Buch, kann ich sagen, wie naiv ich damals war und wie ich es interpretiert habe. Da war sehr wenig Wahrheit drin, wie so in meist allen Artistenbüchern. Auf jeden Fall, ich habe angefangen, weiter probiert. Ich ging in die Schule in Berlin, wie ich gesagt habe, kam zurück und habe meiner Schwester gezeigt, was ich dort gelernt habe, ein bisschen jonglieren und so weiter. Und wir haben eine kleine Nummer zusammengestellt. Und das war der Anfang. Und dann, da war ein Mann, da war eine Agentur in Berlin, die hat geheißen Wilschke. Und ein Mann, der für Wilschke gearbeitet hat, war ein Mann, der hat geheißen Umberto Schichtholz, Bedini. Und er war der Assistent von Enrico Rastelli, dem berühmten Jongleur. Und er hat mich arbeiten sehen, meine Schwester, und er war begeistert und hat gesagt, er möchte gerne für uns Geschäfte machen. Und das war so der Anfang. Und es hat nicht viele Jahre gedauert, bevor ich gearbeitet habe in Wintergarten in Berlin. Da waren ein paar andere Häuser dazwischen natürlich und viel. Ich habe mit einem deutschen Schauspieler Paul Kemp, er ging auf Tournee. Aber dann, ich habe angefangen zu arbeiten in Plätzen wie Sronacher in Wien, Leipzig, Kristallpalast, Kamera der Komiker mit Willi Schäffers. Es ist sehr, sehr lange zurück. Es geht weit, weit zurück. Die Geschichte mit ihrem Ernst? Mit Ernst Montego. Mhm. Weil mich interessiert das, also Sie kommen quasi aus dem Wasser. Richtig. Sie kommen ja aus dem Richtig. Da möchte ich nochmal einhaken, diesen Weg. Sie wollen wissen, wie die Verbindung ist mit Montego ja. Und mir? Ja. Okay. Ich habe eine Schwester Lotte. Sie ist jetzt in Amerika. Ich wohne auch in Amerika. Ich bin im Moment hier im Tigerpalast zum zweiten Mal. Ich habe eine andere Schwester. Sie ist Assistentin für einen Zahnarzt. Ich habe eine andere Schwester Jutta, die jüngste, sie wohnt in Connecticut, in den United States. Sie ist verheiratet, drei Kinder.
Und ich selbst habe mein ganzes Leben lang jongliert. Montego, ich war in Las Vegas. Ich bringe jetzt ein Vorher, denn sie haben mich gefragt, ich muss ein bisschen vorspringen zu der Zeit. Ich war in Las Vegas und habe gearbeitet mit einem Mann, der heißt George Burns. Ich glaube, man kennt ihn, der hat verschiedene Filme gemacht, der ist jetzt 94 Jahre alt und er ist immer noch, du weißt, was ich meine, ja? Okay, ich habe mit ihm gearbeitet, mit einem Mädchen, Ann Margaret. Sie ist auch eine Schauspielerin. Ich war im Programm und ich bin in der Garderobe. Einmal morgens bei der Probe, es klopft an der Türe und ein Mann kam rein mit Brillen und sagt zu mir, mein Name ist Montego, ich bin dein Halbbruder. So habe ich Montego kennengelernt. Ich habe ihn angeguckt, das ist unmöglich. Und ich habe ihm gesagt, nimm mal deine Brillen ab. Und er nimmt die Brillen weg und ich sehe ganz genau Papa, ich sehe meinen Vater. Dann habe ich meinen Vater angerufen in New York und habe gesagt, Papa, dein Sohn ist hier. Und dann, ich habe eine Verbindung gemacht und wir haben sich zum ersten Mal getroffen in New York. Ja, so habe ich Ernst kennengelernt. Das Faszinierende ist ja, dass dieser Halbbruder auch schon gehört. Das ist sehr faszinierend, denn ich hatte einmal als Kind, ich war in München im Deutschen Theater, ich hatte eine ganz kleine Rolle in diesem Film. Ich habe eine Nummer ersetzt. Der Film war Tonelli, richtig, Karl-Heinz. Tonelli und ich glaube, das war mit Ferdinand Marion, das ist eine lange Zeit, ich kann mich nicht entsinnen, aber es war ein Trapezkünstler und irgendwas ist passiert, so, wir haben gesagt, nein, er arbeitet heute nicht, wir müssen Franzl Brunn auf diese Stelle nehmen. Und dann, ich mache vielleicht ein, zwei, drei Minuten. Und Ernst hat als Junge diesen Film gesehen. Und wir das gesagt, das möchte ich werden. Das war der Anfang. Das war der Anfang, ja. Hat er Kartoffeln genommen und fing an zu jonglieren. Dann hat sie gesagt, ich will Jongleur werden. Und die Mutter hat nur den Kopf geschüttelt, weil er aus Architektenfamilie kommt. Und dann war sie Jongleur. Interessant. Du sollst Architekt werden. Aber was so interessant ist, dass er gut ist. Wenn dann der Halbbruder auch Jongleur wird, dann spricht das ja eigentlich für die Theorie, es liegt im Blut. Es ist viel Arbeit. Im Blut natürlich, da hast du eine Balance, Talent, und so, wo, es muss da sein. Aber da ist nicht so eine Sache, wie sagt du instant, sofort. Es dauert Jahre und Jahre und Jahre. Ja?
Endo hat gesagt, es geht in jedem Jahr um einen Ball mehr. Es ist nicht nur der Ball mehr. Manchmal ist es schwerer, einen Ball weniger zu machen. Rekorde brechen, wie zum Beispiel in dem Moment die Russen. Die machen sich natürlich sehr, limited, begrenzt. Denn was ich Ihnen sage, ist nur meine Auffassung. Ne? Das sind viele Leute, die sind andere Meinung. So, ich sage nur, was ich denke, okay? Als Kind, als ich anfing, habe von Rastelli gehört, meine Idee war, Rastelli hat 8 Teller gemacht, wo übrigens schwerer sind die Reifen, denn die Technik, um die zu halten, ist vollständig anders. Aber meine Idee war als Kind auch 8 zu machen. Ich spiele keine Rolle, was, aber 8, okay? Ich habe es zu 9 und zu 10 gebracht, 10 Reifen, und ich war damals für eine Zeit lang in dem Guinness Book of Records. Das ist eine, wie sagt man, eine Rekord? World Record, okay? Das ist eine Sache. Aber dann ist mit meinem Werdegang ist was passiert, dass ich bin, das Erste, was ich ging, war, als ich ein bisschen älter wurde, ging weg von Rastelli. Ich wollte nicht Rastelli sein. Denn Rastelli war nur einer. Und ich versuchte, meinen eigenen Weg zu finden. Und ich war sehr interessiert, aber ich ging niemals Jongleure sehen, vielleicht am Anfang. Ich habe viele Jongleure gesehen, aber ich hatte niemals Inspiration bekommen durch Jongleure. Es war immer durch etwas mehr Theater. Ich war sehr interessiert in Tanzen, Flamenco especially. Natürlich auch in Ballett. Ich habe Verbindung gemacht mit vielen Leuten, die mir über die Jahre geholfen haben mit meiner Arbeit. Aber niemals Jongleur. Ach, daher dieses mit Baryshnikov und... Ich kenne Baryshnikov, ja. Ich habe zum Beispiel Equals in Paris, wie Natalie in Litova. Und ich hatte damals nicht gearbeitet, ich hatte eine Verletzung, ich hatte eine Operation und ich habe ihn... Aber trotzdem, ich habe probiert und er wollte mich sehen und er kam rein. Wir haben probiert für 2 Stunden. Und er hat mir zum Beispiel gesagt, dass in seinem ganzen Leben, in seiner ganzen Karriere, er kann sich vielleicht entsinnen auf 3 Vorstellungen, wo er denkt, er war gut. Now, er hat so einen Standard, so ein Ding, das, was zum Publikum fantastisch aussieht, aber für ihn ist gewöhnlich. Ne? Das ist normal. Das ist zu verstehen, denn in meiner Arbeit ist es irgendwie, da ist eine Similarität, da ist ein dasselbe. Und manchmal, wenn ich wirklich arbeite, wie ich will, ganz, ganz perfekt, ich bin eigentlich traurig, denn ich weiß, ich kann es nicht wieder machen. Sehr schwer. Ne, so. Und man lernt viel mehr von einer schlechten Vorstellung. Denn man lernt von einer guten Vorstellung, denn man denkt und. Und dann auch, es sind körperlich, man kann sich sehr gut fühlen. Also jetzt spreche ich von technischen Sachen, die meine Arbeit angehen. Zum Beispiel, wenn es regnet, alles ist feucht und das Kostüm ist ein bisschen nass, denn ich mache mich ja warm vor der Arbeit, denn wenn der Ball, ich arbeite mit Bällen ungefähr in dieser Größe, wenn der nur ein bisschen ans Kostüm kommt, dann man kann sie beinahe nicht halten. Ne? So das Klima, manchmal hat sehr viel zu tun mit einer Vorstellung. Zum Beispiel der Boden. Wenn es feucht ist, dann wird der Boden sehr stumpf. Hm? Nathalie, meine Partnerin, wo ihre Nummer macht, Nathalie Endermann, sie macht zum Beispiel 10 Pirouetten. Und jetzt hier, wenn sie dreht, sie kriegt nicht das Tempo. Ne? Sie kann nicht, denn der Boden ist just, hält sie auf. Das sind natürlich Möglichkeiten, um verschiedene, die Schuhe zu präparieren, aber dann, man kann das machen, das ist gut für die Pirouetten, aber nicht gut für die andere Arbeit. So, da ist immer irgendetwas, was... problematisch ist. Ne? Musik
Rastelli war einmalig. Da ist kein anderer Jongleur wie Rastelli. Und wenn da ein anderer Jongleur wäre wie Rastelli, er wird trotzdem nicht wie Rastelli. Zum Beispiel Nijinsky. Nein, I don't know. Es ist nicht wichtig, es ist eine Kopie. Okay, aber Kopie ist eine Kopie. Viele Artisten, man kann kopieren einen Trick, aber nicht eine Idee. Eine Idee. Das ist eine Kopie. Das ist eine Idee von einem anderen Mann. Das ist schlecht in Artistenkreisen. Artisten sagen, na, der hat diese Nummer kopiert oder hat das kopiert. Aber soweit meine Arbeit geht, ich bin alleine. Was ich mache, bin ich. Ich habe nichts zu tun mit anderen Leuten. Und ich denke, jeder Artist fühlt das selber. Von seiner Arbeit. Das heißt, also Höchstleistung entsteht auch durch Individuelles, durch Einzigartiges, dass man sich selber zu einer Höchstleistung zwingt. Wie ist das? Das ist sehr schwer zu sagen. Höchstleistung, ich weiß nicht, Höchstleistung, wir sind ja nicht im Sport. Ne? Ich kann verstehen, wenn Leute 100 Meter rennen, wer ist der Schnellste? Wer springt am höchsten? Aber in dem Geschäft, wo wir sind, da ist ein anderes Gefühl, wenn sie seriös sind, mit was sie machen. Ne? Zum Beispiel ist es für mich wichtig, ich kann sterben auf der Bühne. Das Publikum kann furchtbar sein, wenn ich gut arbeite. Meine Erfüllung ist da. Wenn ich mich selbst zufriedenstelle, das Publikum kann rasen und ich arbeite schlecht. Keine Genugtuung. Applaus ist schön, das ist alles gut, aber ich muss gut arbeiten, ich muss mich gut fühlen, ich muss gut arbeiten. Und meine Arbeit ist, die passiert ja hinter der Bühne. Die passiert ja nicht auf der Bühne. Auf der Bühne bin ich 7 Minuten. Und das ist nur der Result von den letzten 30, 40 Jahren, was ich heute mache. Das ist eine ganz interessante Sache mit Bergamo. Es gibt zum Beispiel in Monte Carlo, in Paris, man hat diese Wettbewerbe. Ein Artist bekommt eine Goldmedaille, der andere bekommt eine Silber und einer das. Für mich das ist alles Hokuspokus. Das ist ganz uninteressant. Denn die Leute, die machen das nur, um das Publikum zu interessieren, aber die denken nicht an die Artisten. Es kann möglich sein, dass auch das Publikum, das kommt zu diesen Vorstellungen, ist sehr speziell. Es spielt keine Rolle, was du machst. Die sagen, bravo, bravo, bravo. Es ist kein normales Publikum. Und die Artisten, die diese Sachen machen, die sind auch sehr nervös. Durch diese Medaillen. Denn jeder will ja das Beste geben. Aber das Beste zu geben, das kann ja nicht passieren in diesem Moment, an dem Moment, wo die Dinge gehen. Sie haben vielleicht den besten Artist, der in diesem Moment versagt. Und so ein anderer bekommt die Medaille. So das ganze Ding ist ja nur eine Sache für die Produzenten und für die Direktoren, Geld zu machen oder Interesse zu gewinnen. Aber die denken ja an die Artisten überhaupt nicht. Okay? Ich selbst habe noch niemals um die Wette jongliert. Okay? In Bergamo, man hat ein Festival von Rastelli. To honor of Rastelli, but I have great respect. I will go there and I will do my performance. So, ich habe gearbeitet, ich spreche wieder Englisch, ja? Das ist furchtbar. Okay, ich war in Paris im Lido, ne? Und man hat mich angerufen, ich sollte nach Bergamo kommen für die Rastelli-Trophy. Ich sagte, das ist schön, aber ich habe gehört, das ist so ein Wettbewerb. Sagte nein, hat er mir gleich gesagt, Sie jonglieren ohne Konkurrenz. Dann ging ich zum Lido, zu der Direktion, denn die mussten mich herauslassen. Die ganze Show ist vielleicht 3 Tage. Und die haben vielleicht 20 Jongleurnummern. Das haben die gemacht jedes Jahr. Okay? Und Mr. Garon vom Lido, die Direktion, hat mir gesagt, ja, wenn die dich bezahlen, wir lassen dich raus und die müssen auch uns bezahlen. Denn wir haben ja eine Nummer weniger. Ne? So, die gingen in Kontakt, in Verbindung mit dem Lido in Paris und alles wurde ausgearbeitet und ich ging nach Bergamo. Da war eine riesengroße Halle und wie ich in die Halle kam, ich sah da 20 oder 30 Reifen, alles fliegt durch die Luft. Es sieht sehr familiär aus. Das Programm beginnt, das ist ein Wettbewerb.
von Leuten, die die Rastelli-Trophy wollen. Aber das Erste, was ich gehört habe, dass Enricos Frau krank war. Und sie konnte nicht zur Vorstellung kommen. Und ich war die letzte Nummer im Programm. Und es war wirklich toll. Es war einmalig. Die Jongleure kamen rein, haben mich von der Bühne getragen. Die wurden ganz verrückt. Es war ein kolossaler Erfolg. Die Frau Rastelli hat gehört von mir, sie müssen kommen, müssen den Mann sehen. Und sie ging aus dem Bett und sie kam dazu. Ich habe zwei Vorstellungen gemacht, eine nachmittags und die eine am Abend. Und sie kam dann zur Abendvorstellung. Und nach der Vorstellung, nach der zweiten Vorstellung, ich habe sie getroffen und sie hat mir erzählt, wie ich sie an ihren Mann erinnere, im Aussehen. Also da ist eine Similarität, was ich schon früher, viele Jahre, Umberto Schichtholz, sein Assistent, hat mir das damals schon gesagt, in 1939. Natürlich, ich wollte dieselbe Zeit die Gelegenheit benutzen, Rastelli sein Grab zu sehen, wo er beerdigt ist. Ja. Jetzt, ich frage den Mann im Hotel, wo ist Enrico Rastelli begraben? Enrico Rastelli. Er wusste nicht, wer Rastelli war. In dem Hotel, wo ich gewohnt habe. Ich spreche nicht Italienisch. Dann hat er mir ein Taxi geholt. Und ich ging morgens mit dem Mann, ich ging in die Taxi rein, habe gesagt, Cemetery, Enrico Rastelli, in Bergamo. Man wusste nicht, wer Rastelli war. Ein Taxitreiber. Es ist wahnsinnig. Habe ich gesagt, da ist hier in der Stadt eine Straße, Via Rastelli. Dann guckt er in sein Buch und findet Via Rastelli. Eine kleine Einbahnstraße, eine kleine Sackgasse, sagt man, ja. Er hat mich dort hingebracht. Und ich habe gesehen, da waren drei Häuser, oder vier Häuser. Warst du mal da gewesen? Okay, und ich habe mir gedacht, na, Rastelli, wo können wir wohnen? Denn er war ja nie zu Hause. Er hat diese Villa gekauft, es muss die sein. Aber ich wollte die Frau nicht aufwecken. Es war sehr, es war früh, es war am nächsten Tag, vielleicht 5 Uhr früh. 5, 6 Uhr früh, denn ich musste wieder zurück nach Paris, musste den Flug nehmen, erst mit dem Auto nach Milano und dann von Milano zurück nach Paris. Auf jeden Fall, der Mann fährt mich zu einem Friedhof. Niemand da, niemand, alles geschlossen. Und keine Ahnung, das kann nicht der Friedhof sein. Dann fährt er mich zu einem anderen Friedhof und da stehen 3, 4 Leute vor der Türe, Frauen mit Blumen. Und ich sage, ich gehe mal rein, ich guck mal, ich gehe, die Tür ist geschlossen. Und da ist eine Schelle. Und ich Schelle. Kommt ein Mann von weit weg. Ich sage, Enrico Rastelli, hier. Er gibt mir ein Argument. Und ich habe ihm gesagt, ich spreche in Englisch. Er hat mich nicht verstanden. Ich habe hier gearbeitet für Festival Rastelli und ich möchte das Grab sehen. So weit. Dann ging ich in meine Tasche und gebe ihm ein paar Dollar. Ich habe gesagt, lässt er mich rein. Dann hat er auf das Geld gespuckt und hat mir die Tür aufgemacht. Und hat mich ringen lassen. Mit anderen Worten, hat gesagt, du kannst einen Friedhofsbetreuer nicht bestechen. Und ich ging rein und er hat mir gezeigt, das Grab von Rastelli. Mausoleum, riesengroß. Und das sind andere Artisten, die waren schon, wo in der Vorstellung war, die haben diese Reifen und Bälle da hingelegt zur Ehrung so. Und ich habe mich so dargestanden, ich habe wirklich ein ganz komisches Gefühl gehabt und habe mir gedacht, da ist dieser Mann, was hat er gemacht, sein ganzes Leben lang probiert und so kurz und er hat all das Talent und all diese wahnsinnigen Proben, die stundenlange Proben und all die Besessenheit und ich hatte ein interessantes, es ist sehr schwer zu erklären, okay? Ich gehe weg, gehe in die Taxi und er fährt mich zurück ins Hotel.
viele Jahre später, Montego, hast du das gehört? Hast du gehört? Montego geht nach Bergamo und will das Grab von Rastelli sehen. Er geht raus, er ruft eine Taxi. Die Taxi kommt und Montego spricht Italienisch. Ernst spricht alle Languagen, alle Sprachen. Ernst sagt, drive me to the place where Rastelli is, wo Rastelli begraben ist. Da hat der Taxi-Mann ihm gesagt, vor ein paar Jahren, da war ein Mann hier, er hat dieselbe Taxi gehabt, die ich damals versucht hatte, den Friedhof zu finden. Das ist einmalig, das ist weit ungewöhnlich, ja. Denn wie ich ihn wieder getroffen habe, hat er mir die Geschichte erzählt. Das ist toll. Ich habe natürlich meine Musik wie jeder Artist arrangiert und ich war immer fasziniert mit Flamenco. Ich arbeite jetzt im Moment nur mit der Flamenco-Gitarre. Ich habe es hier gestern Abend bei der Premiere zum ersten Mal versucht und es ist neu für mich, aber es kann sehr interessant werden. Aber ich war in Amerika, kurz vor Judy Garland gestorben ist, war ich mit ihr auf Tournee und ich hatte damals einen Gitarristen gehabt, der hat auf der Bühne gesessen mit mir und wir haben beide zusammen gearbeitet. Aber ich habe damals noch das Orchester benutzt, das Orchester von Judy Garland. Sie waren im Hintergrund gesessen, wir waren auf Konzerttournee, an der Riesenbühne. Im Palace New York, an die Opera in Chicago, wir gingen nach Dallas, San Francisco für 9 Monate. Und ich hatte die ganze Zeit den Gitarristen, aber niemals den Gitarristen alleine. Ich hatte Orchester und Gitarre. Es war eine Abwechslung. Aber jetzt, ich wollte die ganze Zeit nur eine Gitarre alleine haben, aber das ist sehr schwer, denn es ist ein ganz anderes Gefühl, denn meine Musik, die ich vorher hatte, die war sehr stark und sehr aufregend und es hat das Publikum mitgenommen und das jetzt ist ein bisschen ein ganz anderes, ruhiger, ist ein anderes Milieu, aber es ist ein interessantes Milieu, ich liebe es sehr. Aber ich muss daran arbeiten, um die Momente, denn es ist noch zu neu für mich. Ne? Ich hatte zum Beispiel jetzt in Paris, ich im Lido war, ich habe da probiert mit einem Gitarristen für ein halbes Jahr, jeden Tag ein paar Stunden. Und dann ich hatte eine Gala in Nice, im Casino Rule, und habe ihn dort zum ersten Mal benutzt. Er ging mit mir und irgendwie, es ging nicht. Er war technically sehr gut, aber er hatte nicht das Gefühl, er hatte nicht die Stärke, um aus mir rauszuholen, was da war an dem Moment. Und dann habe ich mit ihm gesprochen nachher und habe gesagt, hör mal, ich weiß nicht, vielleicht mal in der Zukunft, wir gehen wieder zusammen und so weiter. Aber es ging, es hat nicht geklappt.
Und dann habe ich mir Paco de Lucía, das ist der beste Gitarrenmensch, ich habe ein paar Paco de Lucía und Montoya und Sabicas, wo jetzt in Amerika lebt. Ich habe verschiedene Stücke auf Gitarre und arbeite mit denen. Natürlich, die sind interessant, die sind gut, aber was fehlt, ist das Gefühl vom Leben im Moment, wo es passiert. Es wurde ja auf Ton genommen, vielleicht, das eine Stück, das ich habe von Montoya, ist 20 Jahre alt. Ne? Aber es passt irgendwie mit meiner Arbeit, aber es ist nicht live. Ich hab mit allen Stars in Amerika wie Sinatra, Danny Kaye, Sammy Davis, Dean Martin, Jerry Lewis mit den größten Namen gearbeitet in einem Hotel, das heißt Sands Hotel. Was passiert ist, diese Namen, diese Stars bringen in das Publikum. Der Platz ist immer voll. In der Front ist Casinos, Gambling und dann ist das Theater. Die Show beginnt mit einer Ouvertüre und dann die Nummer, wo ich bin. Und dann der Star. Und es ist eine fantastische Kombination. Denn und es ist oft passiert, dass die Nummer den Star tötet. Passiert oft. Es ist nichts Neues. Nicht mit mir, mit vielen anderen Artisten auch. Dass die Leute mehr begeistert sind.
von den Artisten wie von dem Star. Ich ging zum Beispiel, ich war eine Ausnahme natürlich ist Mangi Sinatra, ist unglaublicher Musiker, eine magische Stimme, und Danny Kaye, wo ist jetzt gestorben, aber Danny zum Beispiel, er war ein fantastischer Artist, für mich der beste Amerikaner, wo ich mitgearbeitet habe. Ich ging mit ihm, ich war mit ihm in Las Vegas, wir zum ersten Mal gearbeitet in der Desert Inn. Und dann, aber ich war auch mit ihm in Konzert in Australien. Wir haben eine Tour mit Nee gemacht in Melbourne und Sydney, 3 Monate in jeder Stadt. Und Danny, er kann mit dem Publikum machen, was er will. Er war so sympathisch und seine ganze Weise, wie er arbeitet, es war einmalig. Ne? Und natürlich mit so einem Mann zu arbeiten, man bekommt ein ganz bestimmtes Publikum. Leute, die interessiert sind, und es ist ein kulturelles Publikum. Auch mit der Ticketpalast hat ein sehr interessantes, junges Publikum und sehr intelligente Leute. Und ich bin eigentlich überrascht, denn meistens in so einem, ich war zum Beispiel niemals in Hamburg, oder wo man hat mir gesagt, die bringen alte Leute in die Vorstellung. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Ich sage Ihnen nur, was ich gehört habe. So, das natürlich, ich schwöre, für einen Artisten zu arbeiten. Und die, zum Beispiel, für mich ist es immer gut, wenn Leute viel gesehen haben. Je mehr Leute gesehen haben, ist es umso besser für meine Arbeit. Wenn Leute nichts gesehen haben, es ist sehr schwer. Denn es ist kein Vergleich zu ziehen. Man hat keinen Maßstab. Und in Deutschland, das Showgeschäft in Deutschland, für mich ist es ganz alleine. Es ist zurück. Es ist nicht wie in anderen Ländern. Ich weiß nicht, warum das ist. Es ist irgendetwas. Dieses Haus ist eine Ausnahme, wenn dieser Mann, John Klinke, versucht, die besten Nummern der Welt zu bekommen. Und er geht überall hin, und ich glaube, Karl-Heinz, so viel ich weiß, hat ihm viel geholfen am Anfang, hat ihm Nummern suggested, vor ihm gesprochen, und Johnny hat sie geholt. Und die Leute natürlich sind begeistert, denn er bringt ihnen ja Qualität. Er bringt ja kein Mickey Mouse. Ne? Ich glaube, der Begriff von Varieté, den Sie meinen, der in Deutschland verloren gegangen ist, ist doch eigentlich identisch mit dem Wintergarten. Wie hier? Nein, ich verstehe nicht, was ich meine. Also die hohe Schule der Artistik, dass die ihren Platz hat. Das war ja früher mal da. Der Wintergarten und die Scala, diese Häuser, Schumann, ja, hier in Frankfurt, das waren Häuser, die, das war wie eine Kirche. Das war eine Religion. Die Leute gingen rein, die wussten, die bekommen ein gutes Programm. Und die Show ist gelaufen wie am da war nichts zwischendrin. Das war dunkel und das war hell und da waren alle Farben. Und das Talent auf der Bühne, es war das beste Talent auf der Welt. Und da war eine Atmosphäre, das war eine andere Generation, da war sehr wenig, vielleicht überhaupt noch kein Fernsehen und so. Zum Beispiel, man sagt heute, die Leute, die machen das besser und machen das, die junge Generation, fantastisch. I don't agree. Ich stimme dazu nicht bei. Ich denke, dass es sind mehr heute. Aber man hatte früher weniger gehabt, aber die wenigen waren gut. Die, wo es geschafft haben. Heute mit einer, es kann zum Beispiel jemand kommen am Fernsehen, Satellite, boom, am nächsten Tag ist er bekannt. Früher, es hat Jahre gedauert, durch die Presse, durch dies, um einen Namen zu machen und zu halten, du musstest sehr, sehr gut sein. Und deswegen sind die ganz Großen, wie Chaplin, Buster Keaton, all diese Leute, die haben das geschafft in einer Zeit, die kommen out von Burlesque. Und die haben dieses Training gehabt. Die Leute heute haben ja kein Training. Da ist hier nichts. Auf der Straße, sie sind Straßenartisten, und dann von, wie zum Beispiel jede Direktion in Amerika, in Las Vegas. Okay, sie sehen einen Jongleur auf der Straße, sehr gut, aber keine Erfahrung. Und der Mann will von der Straße weg und sie kaufen ihn billig. Er geht nach Las Vegas, der Mann ist überglücklich, dass er in Las Vegas arbeitet. Aber er macht Trilli, die machen sich gegeneinander das Geschäft kaputt. Und so ist heute alles.
Inspired you? Who? From where comes your imagination, your influence for this job, for doing like that, what you did? What, with my hat and my baton, or the chaplain? Your act. My act. Not only chaplain, but this water. I told you about. Well, I think everything comes from my background with my parents, who have a dance company in the States, and I grew up in the school dancing and at baton twirling, which is very popular in America, and that gave me a very strong background to go from. And as I got a little bit older, I started to see things a little differently, for the better or the worse, and I tried to find a different direction to go, my own way, which suits me, and I came up with this, and I still haven't found the end result. I'm still looking. I mean, I probably will never find it, but I will have a lot of pleasure and pain in trying to find it. I have the, I'm sorry, but I have the same imagination. We were talking about personality of artists, and I think when I see you personal, like that private, you're, what is it, bescheiden? Shy, not shy, bescheiden in English. Is very quiet, never talks about herself. She knows where she's going, she knows what she's doing, she's very dedicated. She's a very good dancer and a good technician. Sie war einmal diese Weltmeisterin in diesem Stock. Und sie hat die Nummer Baton Twirl und sie hat die Nummer geändert fürs Varieté, wie es jetzt im Moment ist. Thank you.
little things. We used to practice, like we did eight balls, little balls together, and they were kind of heavy. They were like dog balls, you know, dog balls. And we did them together, and he was there, and I was here, and there was the bed, and there was the mirror. We broke everything. We broke a lot of stuff. So we have angefangen vielleicht in 1937, wirklich zu probieren, vielleicht zwei Jahre, und dann haben die Nummer zusammengestellt, mein Vater jeden Tag mit uns. Eine Varieté-Tour ist gekommen nach Rostov. Und jemand hat gesagt, das sind zwei Kinder, die wohnen hier und die jonglieren. Vielleicht können sie die mal in die Show reintun. Und so das haben die gemacht. Und dann haben wir unsere Nummer gemacht und was terrific. Und eine Woche so später haben wir einen Contract bekommen und dann ging es an. Meistens, I think it was in 39, maybe 40, 41 for the Tour mit Kraft durch Freude. Das war alles nur für Soldaten damals. Und es war, ich weiß nicht, wie lange es war, vielleicht 6 Monate oder 4 Monate. Dann sind wir zurück nach Deutschland und dann fing es an, like Berlin Wintergarten, Scala und all die Theaters dann. Germany had this beautiful, this wunderbare Theaters wie Schumann Theater, Wintergarten, Plaza. Jedes Theater in Deutschland haben wir gearbeitet, in jeder Stadt. Das war in Wien, im Ronere, 1943. Ein bisschen, ja. 4 Reifen, 5 Reifen und dann 6 Reifen zusammen. Und 6 Reifen zusammen. Und jetzt kommen die 8 reingeschmissen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganz kurz, ein paar Mal in Berlin Wintergarten. Francis war, konnte nicht arbeiten, hat sich einen Arm verstaubt oder irgendwas. So, ich habe gearbeitet für ihn am Platz und es muss gut gewesen sein. Der Direktor hat gesagt zum Franzl, don't worry, deine Schwester macht sehr gut. So. Und da war es Berlin Wintergarten, I was 14 or 15 years old. And that was, I mean, you know, I had an act because I really practiced a lot. Firebombs came into the stage. So the curtains were starting to burn. I put my robe on, Francis the robe. My father is noch auf der Bühne und hat die Bälle über die Bühne. He wanted to save the balls, you know, and got the balls out. Aber am nächsten Tag, die Show war weiter, alles war ausgebrannt, aber das Theater war voll mit Leuten. Because the show went on the next day. Wir waren so jung und wir haben nur gedacht an Probieren. Und alles, was los war, die Bomben sind geflogen und wir haben probiert. Immer. We had the contract in Sweden, but it was a time where nobody, it was very hard to get out. And we had the tickets to fly, but in the last moment, like I remember, we had to change them. We had to take the train for some time to some place. And so my father went to the consulate at that time and he arranged everything. And we were sitting in the Bahnhof. I remember it was even the alarm coming. And but we could not move because we had to wait for him. So he was just sitting there, Francis and I, and waiting. That was the moment we left Germany, yeah. That was the last time. Mm-hmm. I don't remember the year, it must have been 43. In Sweden, we were about 5 years in Sweden.
Und wir haben den Passport, Nansen-Passport, we traveled everywhere. Wir sind nach Dänemark und Finnland und all different countries mit dem Passport. Mein Vater made a poem. Will man mit 8 Reifen spielen, hat man an den Händen schwülen. Das ist, nimmt man es genau, nicht so einfach für eine Frau. Die Kollegen stehen und staunen. Was hat diese Frau für Launen? Nimmt den Wind uns aus den Segeln. Besser wäre es, sie würde kegeln. Lötchen aber heimlich lacht und wirft weiterhin die 8. Denn das tut sie nebenbei und sie kann so alle. Wär ich Ringlings Direktion, blieb 12 Monate Attraktion. John Ringling Nord hat uns gesehen in Spanien. Und da kommt der Garderobe und macht Kontrakt rein da. It was in 1946 and they wanted us to come in 1947. It took 2 years to get our papers. Because this was hard for a German act to get out to come to America at that time. And this was when we first came to America, 1948. The Ringling Show poster. Mm-hmm. But you're not mentioned. I never was. What? Doch, Lotte. I never. Franzl und seine Schwester Lotti. That was in Deutsch. I told you. Bomben sich jetzt schlagen ein, Franzl von und Schwesterlein. I was good. I was very good for that. But then came Ringling Show, Francis Brunn, and they never knew I was there. But the newspaper knew I was there. Because the paper wrote, she is an ace juggler, his sister. In 1948, there came out a review, and that's the God's story. And that review said, Francis Brunn, the greatest juggler of all times, greater than the great Rastelli and 10 times faster. That may all be true, but what I liked was the girl who handed him his juggling supplies. This girl had the prettiest set of legs I have seen on a human being in many and many days. That was my last year with Francis in 51. And this was on the show when my husband was assistant manager on the show, Teddy, when I met him. 51, this was all 51. And that's where our romance started and carried on all the 50 way years. Through to Sacramento. And we left in Los Angeles, California. We were playing in the Shrine Auditorium. That's where we left. That's where Lottie left Francis at that time. We have 12 years zusammengearbeitet. And wie ich weg bin, was ein bisschen schwer, was schwer für Franzl. Er war ein bisschen enttäuscht sicher. Ich habe viel in seiner Arbeit jongliert. Und es war immer Franzl Brunn, Francis Brunn. Und niemand hat geweiß, dass ich auch jongliert. I still practice. I was 9 months pregnant. I still practice. I have picture where I did the 3 balls behind the back. You know, I was practicing till the night before I went to the hospital. Okay, I was in the middle. I had a basket. I had the table. I came out in the middle with the 3 sticks. Torn up, catch it, went over everything, picked up the fourth glove, and I went this way with the 4. And the last one used very, very high. Caught it, and I went around the basket like in dance steps and tore them away. And then I went this way and I picked up 4 rings, and I juggled the 4 rings, and I changed the colors, and did the shower with the 4 rings, and I did the 2 and 2 up, cut the last one in my ring, tore that away, made a turn, and picked up 5 different objects on that table.
when in the middle put the head balance on, and I did this five different, the ball, the stick and three rings, and I took a bow. Picked up the stuff for the last trick, went out front, did my last trick, the light went dark, the spotlight came on me, and I did my last trick, and jump out. That's it. That's the act. We took a bus, we had no money or anything, so we took a bus from Los Angeles to New York, and I did the television show. After I finished that show, they said they'd never seen a girl juggler walking that way. Because I've been big with Francis 12 years, we had the speed. So I walked so fast, the people just went crazy, you know? Closing shows, you cannot come out with three umbrellas or just and be very elegant. You got to come out and hit them with the speed, you know? Even Francis said to me, you know, you walk so fast, walk a little more elegant or something. But it wasn't me, I could not do it. I did what I did. Like, I worked big circuses. I mean, I worked three ring shows where I was in the center ring. I worked small nightclubs where I had to go on my knees. I worked cruise ships where I had to do the whole act on my knees. I worked outdoors when the wind was blowing, but I could work with my act any place. There was no limit to it. My man war immer dabei, meistens für das Orchester. Er hat das Tempo gegeben und wenn ich einen Trick verloren habe, was gefallen, er ist gekommen und hat die Bälle aufgehoben mir gegeben. Aber meistens im Hintergrund. I really didn't need it anybody because the way I worked was wonderful. I was very fast. Nobody could have kept up with me. They call it a brun finish. Has never been copied, or has never been done like we did it, never. They have done this trick, but the trick is not doing the trick. The trick is putting it up and putting it down. Like Ernst does it on the unicycle, you know, and he's just watching the way he take it down so fast and the way he does the trick up there. But when you're on the floor, like Francis and I was very important because it had to be so perfect. And you know, when the last ball came down and then the music and the cutoff, it just had to be perfect. And high heels like that. Very high, very, very high. There were just a few times I had to take my shoe off. I kicked the shoe off because when the floor sometimes was very bad, or we had, maybe sometimes they had the mat, you know, where the horses walk on, and I had to walk on the mat. And there's no way, so I kicked up my shoes and did the last trick, went out. Die Schwierigkeit ist die Balance auf dem Rad, auf einem Bein, und nach oben gucken und oben zu balancieren. Das kommt aus der Mitte, irgendwie aus der Körpermitte kam das. Diese Balance, das alles zu koordinieren. Und das ist ein ganzes Gefühl, es ist rund. Bad for a 60-year-old woman. Yeah. Not bad. Looks great. Wer will nur eine alte Jongleuse sehen?
Aber ich hatte noch viele Angebote nachher. Aber ich habe abgesagt. Ein paar habe ich zu meinem Jüngling, zu meinem Sohn, arbeiten lassen. Und es ging sehr leicht. Und ich habe es niemals vermisst. Niemals. Warum? 45 Jahre. Es war genug. Und speziell für eine Frau. In here, can you make it come in here? And this wall, if you come in, and what I say here, show business has gone to the dogs. That's the way I feel. This is Dieter Tassel. This is Rudi Horn. This is my little Michelle, my favorite dog I had for many, many years. This is Francis with the three balls, and this is Mike with one ball. So we have them all there. Looking for individual performers, like artists, like they used to be, like Yunus or Francis Brunn or myself or Montego, or this type of people. You just don't find this type of acts anymore, no matter in which show you go. And most people who have these hotels now, who are booking these things, I don't even think they know what a great act is. Träum noch manchmal, Franz und ich zusammengearbeitet haben. Unglaublich. Unglaublich. Ich träume da noch, dass wir eine Show zusammen machen und nichts klappt. Nichts klappt mehr. Es geht nicht mehr. Wirklich. Oh ja.